And now is Arnold Nipper and Thomas King from DKIX, who will also say a couple of welcome words and then start with the DKIX update in the agenda. Yeah, a warm welcome from DKIX as well. I'm just looking for a place that I'm not standing in the spotlight and are able to see the audience better. So warm welcome from DKIX. This is DNOX 8 already, and DKIX is still happy to have you here. We are here for another 2 or 1.5 day of interesting talks, of meetings, coming together, exchanging new ideas, old ideas, meeting old friends, new friends. And DKIX is an internet exchange, but what I always like to stress is an internet exchange is not only a place where we exchange data, but most important is where people meet. But this is the real life is where people meet, not where packets meet. So warm welcome, enjoy. And for next year, I only may encourage everyone, please talk about what you do. Everyone thinks what I'm doing is not interesting for the other ones. That is normal because you do it every day. Nobody knows what you are doing, or only a few one. It is interesting. You do it another way than the other one. So please don't be shy. Hand in a talk and talk to others. This is what makes a conference interesting. And also talk to your colleagues and other colleagues that we get even a bigger audience next year. So this is for DKIX and I. Also, together with Thomas, do a short and quick update what we've done in the last year. So this is a, so DKIX, meanwhile, is not only DE in Germany. We have added a few other locations. The two ones which are new is Madrid in Spain and Dallas in US. So Madrid went live, I guess, 5 months ago, and Dallas went live only recently, 2 or 3 weeks ago. So this makes up, meanwhile, I guess, 10 internet exchange points. The one in Dubai is operated by DKIX, but does not belong to DKIX. That's also why we still call it UIEIX. The next one is new services. This is GlobePeer Remote. This is something, I guess, remote peering is around already since ages. It started as a low-cost interconnect to an internet exchange. This ranges from really enabling surrounding data centers to really long-haul connections to an internet exchange. This might be done either by your own connection, that you order a connection from a carrier, or what is more convenient nowadays is that it's gone via so-called resellers, which take all the burden of contracts bringing you to the internet exchange. We currently offer this service at selected location for existing customers. That means you have to be a customer already at the internet exchange, and currently this service is available from and to New York, Düsseldorf, and Istanbul. The big advantage is you have one physical port and you can have different VLANs. The VLAN, of course, for the local one and for the remote one. The other one is, we already hand over to Thomas because he knows much better about it. So yeah, also well, a warm welcome from my side. My name is Thomas King and I'm the Chief Information Officer at DKIX. Fancy name, but what I most often do is thinking about new services. And so we introduced the Direct Cloud service, which allows, oops, there's something wrong with the slide, but anyway, which
which allows you, if you want to have a dedicated connection to cloud service providers like Amazon, Google, or Microsoft, that you can use the DKIX infrastructure to set up such kind of services, making sure that you can have a reliable and also a multi data center cloud setup, which can be provided by DKIX, as we are available in 20 sites in Frankfurt already. You can use your existing DKIX port for that if you want to do that. And if you are a cloud service provider, as some of you here in the room are, you can also be a cloud service provider that can be connected through the direct cloud product from DKIX. So please come and see me if you want to talk about that. We also enhanced our existing services like the black holing service. We standardized the black hole BGP community, and not we as DKIX, we as a community did that. DKIX already implemented that on all our black holing route servers. And so if you want to signal a black hole at the DKIX route servers, you can now use the black hole BGP community instead of the rewriting of the IP next hop. Of the next hop IP addresses in the B2P announcements. Also, to facilitate the use of black holing, we started a dedicated black hole route server in Frankfurt, where you can receive and also submit black hole routes, which makes it easier for some of you to accept /32s or /128 for IPv6. This was a demand from the community, from you, so we implemented that. We already see a quite good uptake on that. If we see that you will use that in Frankfurt quite heavily, we will also implement that at our different other locations we run, what Arnold just showed. We were also thinking about how we structure our products and services, and as you see that DKIX is offering more and more services, we see that the concept of a port which contains the access to the infrastructure and also the service like peering does not work anymore. We came up with a concept that separates the port into, as I said, access, which is the physical access to the infrastructure, and then services on top of that, like Clopeer for peering, Clopeer remote if you want to do remote peering, or direct cloud. And this new service structure will be introduced beginning of next year. So if you get a new quote, or if you get a receipt from us, then there will be this new service structure on that. What I would like also to talk about a bit is technical issues we faced recently. Because I would like to have a discussion with the community how we should handle that in the future. There was an IP hijack. I'm not sure if everybody is aware of that. That happened at the DKIX route server. And as you already know, we do a lot to make sure that we have a decent data quality at the DKIX route servers. We filter based on the real databases. And in this particular case, a customer also introduced entries in this in the RRDB database covering an IP space that he was not owning on, was also not allowed to advertise. So we had an IP hijack here. Another customer was talking to us about this scenario because he was receiving a lot of spam from customer A. So we were looking into that, what is exactly going on, because then at this stage we realized that there's really an IP hijack going on, and that the mechanisms we have usually in place to handle data quality didn't apply here because of the entries in the RRDB database. We also contacted the IP space holder, and he confirmed that this is an IP hijack. So what we did is we contacted customer A and had a discussion about what's going on. And in the end, the result was that this is a misconfiguration. Believe it or not, I'm not sure about that. That's what the customer told us, so we have to
to trust the customer for that. But what I would like to discuss with you as a community is how should we handle this kind of incidents? Because we at DKIX, we realize we don't have a clear policy what to do if something like that happens. It is, of course, an exceptional use. So based on our legal framework, we could have shut down the customer directly. But I think we should have a discussion on that as a community, what to do here. Should we as DKIX or other IXPs as well, should we disconnect customers like that directly if such kind of misconfiguration happens? Or should we try to clarify this, the dispute and clarify the situation and make sure that everybody is has a chance to resolve misconfiguration issues before we disconnect customers. I'm really pretty happy if you come forward with feedback on this topic, because we want to apply the policies you want to have to be applied, because we want to provide the service that serves you most. So I would like to have a discussion on that with you. The second technical issue we recently faced was packet loss at our Edge 1 at DKIX 2 here in Frankfurt. That happened on the 17th this month. During a maintenance window, we added 3 line cards, and right after that, what happened is that we saw packet loss on ports on these 3 new line cards. Only for ports that were configured to be LAX. We quickly realized that this is something really bad, and so we set up an outage team together with our partner Nokia to work on this 24/7. They really worked hard, and now we know that 2 software bugs in combination triggered this. The first software bug was that by adding new line cards, and in the Nokia setup we are running, we have line cards that are actually what we call daughter line cards that are plugged into mother line cards, and these line cards are then added to the chassis. And the first software bug was triggered when adding a daughter line card to the mother line card, because then the usual behavior is that the daughter line card reboots, but in the software bug resulted in a reboot of the mother line card. And the second software bug that we hit is that the sequence of the reboot of the line cards, of the daughter line card, is critical, because if they come up in the wrong sequence, the ports that are configured to be LAX show packet loss. And it took us really a while to figure that out, as you can imagine. But on the way to this, to figuring this out, we rebooted the Edge to get it into a clear status. But that expanded the problem even further, because in this case, not only the 3 line cards we added during the maintenance windows were affected, but all other line cards were affected as well. That was quite inconvenient for us, and probably for you as well. So we really worked hard on finding the main cause for this. And finally, Nokia told us that there was a software bug two software bugs in the release we were running on the switch. So we applied a new software release that didn't contain the software bugs, and rebooted the whole switch. And so on Saturday morning at 2 o'clock, we were able to resolve the problem and fixed it. The takeaway message for us at DKIX was that we need more external monitoring, because internally the switch looked completely fine. There was no error counter going up during this this incident, and actually, you, as our customers, were reporting issues, and it took us a while to set up internal monitoring systems to be able to detect if the problem is resolved or not. So that's something we will do in the next couple of weeks and days. We will implement more external monitoring to make sure that if something like that happens again, we will realize it quicker.
Yeah, that's the update on the technical issues we have faced recently. That's also pretty much it from my side. So I'm more than happy to take your questions. And I would like to see a discussion on the policies, how we should handle exceptional use of our customers at DKIX. So do you have any comments or questions? Axel. Oh no, sorry. It's not Axel. Hi, kann ich hier reinsprechen? Okay. ich mache einfach auf Deutsch weiter, oder? Timo, ja, mach gern weiter. euer Produkt mit dem Cloud Connect finde ich cool. Danke. Weil ich einfach öfters auch in der Situation war, dass ich irgendwelche Cloud-Anbindungen realisieren musste. Was ich am anstrengendsten dabei fand, war herauszufinden, ob das alles redundant ist. Also Beispiel, ich habe zwei Verbindungen in AWS rein. Sind die redundant, ne? Irgendwo ist die Cloud, da ist alles neblig und hier keiner weiß mehr so richtig, über welche Pfade das geht. Wenn ich jetzt zwei DKIX-Ports an zwei unterschiedlichen Standorten habe und zweimal einen Cloud Connect in AWS reinbaue, ist das dann von mir bis über die DKIX-Infrastruktur bis zur AWS redundant? Also die Antwort ist, es kommt drauf an, wenn du zwei Ports hast auf zwei unterschiedlichen Edges vom DKIX, die einmal, also wenn wir jetzt von Amazon AWS ganz konkret reden, einmal bei Interaction und einmal bei Equinix terminieren, dann ist das redundant. Okay, das klingt sehr gut. Danke. Bitte. Weitere Fragen? Kein Kommentar zu dem zu den illegalen Aktivitäten der Kunden? Dann darf ich mal fragen, wie habt ihr das denn, wie handhabt ihr das denn, wenn ein Kunde bei euch, was auch immer ihr macht, ob ihr Hoster seid oder ein Carrier-Netz betreibt, was macht ihr, wenn ihr den Eindruck oder sogar Beweise habt, dass der Kunde offensichtlich sich nicht so verhält, wie das in den in dem Vertrag, den ihr mit ihm habt, niedergeschrieben ist? Schaltet ihr ihn direkt ab oder probiert ihr erstmal das Gespräch zu suchen, um herauszufinden, was passiert? Was bedeutet, dass in der Zeit diese illegalen Aktivitäten weiterlaufen? Darf ich mal einfach irgendeinen rausgreifen? Wir kennen uns nicht. Der Herr, der hier im Schwarzen gerade aufguckt, ich kenne leider deinen Namen nicht, aber darf ich dich fragen, wie ihr das macht? So, ich bin ganz frech. Ich hoffe, das, um die Diskussion ein bisschen anzuregen, weil für mich ist es ein Thema, was ich gerne klären würde, wie wir das als Community, wie wir damit umgehen wollen. So, wir kennen uns ein bisschen. Wir hatten nämlich über den Cloud. Ja, Grisha Stegemann von der Plusländer AG. Wir hatten ja diese Cloud Connect-Geschichte geschrieben vor ein paar Monaten. Ja. Ja. In der Regel suchen wir erstmal das Gespräch. Also wir versuchen, den anzuschreiben, zumindest wenn es nicht irgendeinen kritischen Impact hat, ja, den wir spüren. Klar, wenn jemand was macht, was wir spüren, dann versuchen wir natürlich sofort selber Gegenmaßnahmen zu treffen. Aber wenn jemand was von uns announced, ist es natürlich schwierig, wenn das dann auch noch irgendwo anders angenommen wird. Aber grundsätzlich bin ich immer dafür, erstmal zu fragen, was los ist. Und wenn keine Antwort kommt, dann kann man immer noch sagen, okay, dann erstmal abschalten, damit sich irgendwas bewegt. Okay. Danke für die Antwort. Bitte. Also erst fragen, dann schießen und nicht umgekehrt. Außer es ist ein atomarer Angriff, habe ich verstanden. Wenn es ein atomarer Angriff ist, dann wird sofort zurückgeschossen, um mal bei den Kraftausdrücken zu bleiben. Ja, Theo Sys11, wir suchen das Gespräch und wenn das nicht hilft, beziehungsweise wenn das nicht erfolgsversprechend ist, dann akzeptieren wir nur noch RPKI valide Präfixe von dem Kunden. Ui, okay. Und das hat bis jetzt geholfen. Also dann kalter Krieg sozusagen. Gut, okay. Also finde ich gut, ja? Benedikt Stockebrand, nicht unbedingt im ISP-Umfeld und ähnlich unterwegs, sondern eher Enterprise-Umfeld. Ich denke, es hängt ganz massiv davon ab, was das für Auswirkungen für das Opfer hat. Also wem auch immer die Adressen eigentlich gehören. Wenn die betroffen sind,
dann denke ich, muss man unter Umständen wirklich erstmal die schützen. Solange das nicht das Problem ist, sollte man erstmal klären, was überhaupt passiert ist. Aber wie gesagt, also wenn jemand, auch wenn es nur ein blöder Tippfehler war, jemand anders da die Netzanbindung sabotiert, dann ist die Frage, wer muss jetzt ins Gras beißen? Und dann im Zweifelsfall der den Mist gebaut hat. Ja, Sebastian Wiesinger, Nordest Network. Ich halte es eigentlich so nach dem Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Ja? Also normalerweise glauben wir den Kunden schon, dass sie das nicht mit Absicht machen. Und ich tue mir dabei leicht, weil wir nicht so die Massenkunden haben, sondern meistens irgendwelche Kunden, die schon mehr Geld ausgeben und entsprechend auch wir davon ausgehen, dass die jetzt keinen Blödsinn machen, also nicht absichtlich. Deswegen normalerweise versuchen wir das halt mit dem Kunden zusammenzulösen. Mit, wie gesagt, der Einschränkung, wenn es jetzt massiv Probleme verursacht, würden wir natürlich auch eingreifen. Jetzt in eurem Fall, ich weiß nicht, sofort abschalten, wenn man mit dem Kunden noch nie Kontakt hatte, halte ich immer für kritisch, ehrlich gesagt. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, ob man damit irgendwem einen Gefallen tut, weil ich gehe davon aus, dass also der Großteil das vermutlich tatsächlich nicht absichtlich macht. Ich gehe davon aus, dass am DENIC vielleicht auch ein kleiner Teil ist, der das nicht so ganz unabsichtlich macht, aber der Großteil gehe ich davon aus, dass es nicht absichtlich macht. Deswegen würde ich im Zweifelsfall erstmal für den Angeklagten wenigstens mal nachfragen und natürlich irgendwo aufschreiben, wenn es da schon Vorfälle gab. Also irgendwo müsste man es halt dokumentieren. Ja. Weil ich denke, ihr seid inzwischen auch so groß, dass man das auch wieder vergisst eventuell. Sonst, ja. Wir dokumentieren das intern, ja. Ja. Also wir haben einmal in unserem Confluence, in unserem Wiki dokumentieren wir das sehr akribisch und natürlich haben wir noch die Tickets dann dazu, ja. Weil wir das ja über das Ticketsystem laufen lassen. So haben wir also schon eine sehr gute Übersicht darüber. Es ist aber jetzt in dem speziellen Fall so gewesen, dass es uns halt erst gar nicht aufgefallen ist, weil es diese RADB-Einträge gab und wir eigentlich erst über den Kunden darauf hingewiesen werden mussten, dass hier massiv Spam jemand empfangen hat, ja, und das und dann bei der Analyse, wie kann das eigentlich sein und woher kommt der IP-Space und tralala, haben wir festgestellt, da ist eigentlich richtig viel im Argen. Mhm. Aber ich habe jetzt mal mitgenommen hier aus der Diskussion, dass ihr das präferiert, was wir jetzt auch getan haben, dass wir mit dem Kunden erstmal ins Gespräch gehen und fragen, was ist eigentlich los, wie kommst du dazu? Außer die Störung ist so massiv, dass diese Zeit für die Diskussion halt erstmal nicht mehr gegeben ist, sondern dass man sofort handeln muss. Was man halt sich überlegen könnte, ich meine, so bei euch speziell abgestuft ist halt immer die Sache Direct Peering gegen Route-Server, dass du sagst, okay, wir machen es am Route-Server weg, aber sein Direct Peering, also wir drehen den Port nicht ab im Endeffekt, oder ich weiß ja nicht, wie er dann überhaupt vorgehen würde in dem Fall, ne? Aber achso, du meinst, das auch dann zweistufig zu machen, Disconnect nicht auf der Port-Ebene, sondern auf der Route-Server-Ebene, dass wir einfach die Session auf dem Route-Server machen. Wobei ich mir gerade selber nicht so sicher bin, ob das wirklich viel bringen würde, ehrlich gesagt, ja. Aber das war nur so gerade so ein. Aber das ist zumindest unser Verantwortungsbereich. Ich meine, der Route-Server, da können wir was tun. Also, wenn das dann auch ist euer Ding. Ja, okay. Also, das ist ein bisschen klarer. Ja. Ja, aber danke. Wie gesagt, ob das technisch so viel Sinn macht, bin ich mir gerade selber nicht so sicher. Ja, ich sehe deinen Punkt, aber. Ja. Okay, danke für das Meinungsbild. Wenn es noch weitere Meinungen gibt, bin ich natürlich sehr offen. Aber ich habe verstanden, ihr wollt erstmal, dass wir das Gespräch suchen und nicht sofort hart durchgreifen. Ah, da hinten höre ich kontroverse Meinung. Wart ganz kurz. Stefan, lass dir ein Mikro geben. Also anhand der hier vorliegenden Sample Rate würde ich diese Ableitung noch nicht treffen. Stefan Jakob, ehemals DKX, now DENIC. Stefan, schlägst du vor, dass wir mal kurz eine Handabstimmung machen sollen? Nein, Max. Das ist ja hier kein Customer Summit, das ist DENOC, oder? Ja. Können wir mal machen, aber wie gesagt, anhand von 5 Antworten würde ich das noch nicht so pauschal unterschreiben. Also, wer findet das cool, dass DKIX sofort abschaltet bei nachweislichen Route-Leaks oder whatever? Wollen wir das so rumformulieren? Formulier mal, ja. Also, wir können es noch nicht mal nachweisen. Okay, interessant. Also, die Option ganz links ist natürlich einfach sofort direkt abschalten. Ja, bei jeder Aktivität, die wir als außerhalb des Vertragswerkes einschätzen, was auch immer das ist, schalten wir sofort ab. Das ist mal so das linke Spektrum. Und rechts ist, wir sind die Mutter Teresa und reden so lange mit dem Kunden und helfen ihm auch, den letzten Config-Fehler noch herauszufinden.
und machen im Prinzip nichts außer reden. Und irgendwo dazwischen drin ist ein grauer Bereich, wo sich die Wahrheit dann wahrscheinlich wiederfindet, ja, wo man sich wahrscheinlich auch einordnen sollte. Wie bitte? Ja, diese Graubereiche, das haben wir gerade schon festgestellt, ist halt dann schwer, ganz genau zu formulieren. Aber mir war schon mal wichtig, ihr wollt nicht, dass wir sofort abschalten. Also konstruktiv gedacht, was ich sau cool fände, wenn das Opt-in wäre. Wir hatten schon oft das Thema, je nachdem, was du für Policies fährst, welche Compliance du intern hast und so weiter und so fort. Das wäre natürlich unheimlich sexy, wenn du sagst, ich kaufe bei DKIX den Root-Server Plus oder sowas und da ist zum Beispiel inkludiert, wenn die Constraints nicht gehalten werden, was derjenige da announced, dann nehmen wir den aus meiner Routing-Sicht raus. Könntet ihr ja bauen. Also sprich Opt-in, ne? Und dann kann man auch gleichzeitig wiederum darüber nachdenken, wie der Trust-Level ist. Wenn ich euch absolut vertraue, um so ein bisschen BGP-Style zu sprechen, dann kann ich das nehmen, dann mache ich dann Opt-in für, dann vertraue ich euch, dass ihr das absolut richtig macht, oder ich traue euch nicht, dann möchte ich trotzdem die Routen sehen, auch wenn die Bogon sind. Also sowas in der Richtung. Das fände ich unheimlich attraktiv und das nimmt auch die Politik raus. Und du kannst dann selbst sagen, ich vote links oder rechts. Also ihr habt auch die technischen Möglichkeiten, das nicht absolut zu regeln. Mhm. Das wäre so mein Vorschlag. Moin, jetzt Dose, ADX Internet Services. Selbst wenn ihr den Port runternehmt, löst das ja das Problem nicht, weil der Traffic wird ja weiterhin über jemand anders laufen. Das heißt, womöglich announced er das woanders längst. Und von daher wird es ja weiterlaufen. Das heißt, ihr habt den Traffic nicht mehr auf der Plattform, aber er läuft dann, was weiß ich, über einen Transit oder so. Ja, völlig richtig. Es löst natürlich nicht das globale Problem, es löst nur das DKIX-Problem. Ja, von daher hilft eigentlich nur mit dem Kunden reden. Mhm. Nochmals ein Argument für mit dem Kunden reden, ja? Theo? Ja, ich sehe einfach die Herausforderung, dass ihr ein Neutralitätsproblem bekommt, wenn ihr anfangt, da Peers abzuschalten. Also, weil wenn man es mal nüchtern betrachtet, es hat ein Eintrag in der RADB vorgelegen, das heißt, alle Bedingungen wurden erfüllt. Letztendlich wurden alle Checks, die ihr habt oder alle Policies auf den Routeservern wurden erfüllt. Und da aktiven Kunden abzuschalten, damit, glaube ich, öffnet ihr die Büchse der Pandora. Nee, also der Grund für die Abschaltung des Kunden, habe ich erst gesehen, oder darüber nachzudenken, habe ich erst gesehen, als wir von einem IP-Spaceholder die Aussage hatten, nein, diese Entity, diese Firma, die darf man IP-Space nicht annoncieren, denen habe ich das Recht nicht gegeben. Da war für mich klar, wir haben hier ganz klar einen IP-Hijack vorliegen. Und da war die Frage, was machen wir denn jetzt? Ja, aber deswegen stimme ich auch Stefan zu und sage, ich würde das eher auf ein Level heben, wo ihr sagt, das wird ein Opt-in oder ein zusätzliches Produkt. Aber ich wäre vorsichtig, da einzugreifen und ihr als eigentlich neutrale Entity anfangen, da Kunden zu blackholen, nur weil euch ein Spaceholder sagt, ja, das ist mein Space. Mhm. Also ihr begebt euch auf eine andere Ebene aus meiner Sicht, wenn ihr da anfangt. Jörg Dorschin, Catella Bank, jetzt auch nicht direkt ISP, aber auch im Enterprise-Umfeld. Und ja, bei uns ist halt, ja, die Verträge werden von den Juristen gemacht, da stehen dann immer gleich relativ dicke Hämmer drin. In der Praxis würde ich es allerdings auch eher halten wie Arnold. Da treffen sich zwar Pakete, aber hoffentlich auch Leute. Mit anderen Worten, bei unseren Kunden gibt's eine Liste mit Kontakten für technische Störungen, 24 Stunden rund um die Uhr. Wenn was ist, ruft mal an, kommt eine Antwort, kann man reden. Wenn nicht, kann man immer noch einen Stecker ziehen. Ja. Okay. Ah, ja. Jan-Philipp Warmers, Equinix. Ist der Fehler nicht eigentlich in der RADB gewesen und nicht beim DKIX? Und man hätte die RADB hätte aktiv werden müssen? Ja, doch, mit denen reden wir auch gerade, wie das denn dazu kommen kann, dass da IP-Space drin ist und wie man das Thema fixt. Ja. Also ja, kann man nochmal drüber diskutieren. Ja. Okay, dann auch angesichts der Zeit bedanke ich mich für das Feedback. Das war für mich und ich denke für den DKIX auch sehr hilfreich, das nochmal klar zu machen, wie ihr euch das vorstellt. Und wir werden das dann auch entsprechend. Es ist ja nicht nur ein DKIX-Problem, es ist ja grundsätzlich ein Problem auch von demjenigen, der gegen RADB filtert. Ja, man vertraut ja in gewisser Weise den Einträgen und was macht man eben, wenn man feststellt, dass die Einträge irgendwie gefaked sind? Ne? Ja. Und aber da wäre, denke ich, schon vielleicht sinnvoll, ein abgestimmtes Verhalten halt oder so ein BCP zu entwickeln auch. Ne?
Ja, guter Punkt. Gibt es dazu, also würdet ihr das gerne sehen wollen? Fändet ihr das gut, wenn sich DKIX da einbringt? Und weil wir das gerade das Thema frisch bei uns auf der Platte hatten, sollen wir das mal vorantreiben innerhalb des Denox? Gibt es dazu mal Handzeichen, wer fände das gut? Okay, ein paar Leute. Ja, okay. Gut. Okay, danke schön.